Hallo Leute, schön, dass ihr reicht auch. Heute startet nämlich mein erstes richtiges Let's Play, nämlich Kirby Star Allies, ja. Die Rulebar-Demo war nämlich ganz unverhofft zu Ende. Ich wollte im neuen Part starten, aber dann kam gleich eine Fehlermeldung, ja, jetzt geht's erst weiter im richtigen Game. Und deshalb geht es dann erst am 20. richtig los, wenn das Game erscheint. Und da ich bis dahin aber nicht gar nichts machen wollte, spielen wir jetzt in der Zeit Kirby Star Allies durch. Ja, Kirby und ich, wir sind uns nämlich so ein bisschen ähnlich. Kirby ist ja auch so eine kleine Yandere. Sieht von außen mega cute und niedlich aus, aber wer die Games kennt, der weiß, dass die Spiele auch sehr dark und brutal schwer sein können. Deshalb werden wir das Spiel auch zu 100% spielen, das heißt mit allen Secrets und auch die Modi, die man sich erstmal freischalten muss, spielen wir alle durch. Und wer das Spiel kennt, der weiß sicherlich, was das heißt. Und für die, die es nicht tun, sage ich nur so viel. Es werden Seelen schmelzen. Und zwar nicht nur die von meinen Zuschauern, wie sonst immer. Alles klar, dann fangen wir jedenfalls mal direkt an. Was wir bisher sonst haben, sind nur so kleine Minigames, aber wir schauen uns erstmal die Einführungskarten an. Hi. Ja, wer es eben kommt, hat man zu dunkle Herzen über. Dunkle Herzen auf die Welt heruntergefallen. Es muss die. Müssen die andere Kräfte sein. Also, wenn er nicht mag, können wir das eigentlich so lassen. Aber Kirby hat mal andere Pläne, wie es aussieht. Er möchte sich das mal anschauen. Der Anfang geht natürlich noch sehr einfach los. Hier ein nicht ahnender Passant. Und Kirby weiß genau, was man mit solchen Leuten anfängt. Sieht man, die tun uns eigentlich gar nichts. Aber Kirby ist einfach rücksichtslos, der interessiert das gar nicht. So. Wir haben auch schon unsere erste Fähigkeit hier, mit der wir Leute abstechen können. Das gefällt mir natürlich ganz besonders gut. Und jetzt passiert schon was. Ja, wenn Kirby jemanden auf der Straße trifft, weiß er genau zwei Dinge mit ihnen anzufangen. Entweder töten oder... Sie bezirzen, wie es aussieht. Ich sag ja, Kirby ist total anders. Ja, guckt euch das an, wie er kuschelt. Genauso läuft das bei mir auch immer. Oh Gott. Okay. Wenn ich erstmal kurz
Jetzt kann man hier die Option einsehen. Steuerung Typ A. Ich würde nämlich gerne die Steuerung wechseln. Weil die Tastenbelegung mir nicht ganz so zusagt. Aber okay, jetzt müssen wir erstmal damit leben. Ich spiele mich da schon rein. Okay. Mit der Startfähigkeit kann man natürlich Dinge durchschneiden, wer hätte es gedacht? Vielleicht beim ersten Date einen Kuss? Na gut, bei Kirby geht das ganz schön schnell. Ja, ich bin ein großer Gegner. Wir uns dranhängen, um das Wunder zu ziehen und ganz viele Sterne zu bekommen. Das ist aber wirklich ein bisschen hektisch mit den zwei Kumpels, die andauernd von alleine agieren. Okay, ich möchte auch ein bisschen die Fähigkeiten zeigen. Wir können hier zum Beispiel aufladen von der Wirbelentrag. Wenn wir dabei nach oben drehen, können wir in die Luft gehen. Wir haben nicht umsonst diese linken Katze auch dabei. Und dann können wir noch den machen. Und wir haben scheinbar den nächsten Kumpel, den wir auf unsere Seite bringen sollen. Jetzt haben wir schon eine volle Truppe an Sims, wie ihr sehen könnt. Und wenn ich jetzt nach oben drücke, dann kommt dieser Paradude mein Schwert in Flammen setzen. Stecken. Und damit können wir jetzt noch heftigere Fähigkeiten entfesseln. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Hubeattacke machen, erscheint dann so ein Hubekreisel um uns herum. Und das wird besonders später noch sehr wichtig, um viele der Rätsel zu lösen, diese verschiedenen Fähigkeiten zu kombinieren. Das ist die Besonderheit an Kirby Star Allies, dass man Fähigkeiten kombinieren kann, das ging in den früheren Teilen nicht. Und hier haben wir schon ein solches Rätsel, wo man kombinieren muss. Wenn wir nämlich jetzt diese Bombe durchschneiden, dann ist die gleichzeitig angezündet und dadurch können wir hier unten das Netz bringen und das Puzzleteil erkennen. So, der ist gar nicht im Weg gewesen, aber den töten wir trotzdem. Das versteht sich ja von selbst. Und wir gehen durch die Tür in den nächsten Raum. Was werden wir hier finden? Erstmal gar nichts. Da sind neue, unschuldige Passanten, die wir abmeistern können. Und eine weitere Wunde. Oh, das wird schön. Guckt euch das an. Ja, der da unten, der hat einen besonders schmerzvollen Tod. Okay. Bisher gibt es ganz viel Zeug zum Durchschneiden. Da ist eine Melone drin, die wir aber auch nicht wirklich brauchen. Und unsere Kumpel, die machen gerade schon ein bisschen voreilig ins Getümmel. Aber auch das können wir wunderbar mit der Bombe zerstören. Hey, ich will das noch. So. Da ist ein neuer Kumpel. Wenn ich den jetzt versuche, zu mir zu holen, müssen wir einen alten Freund dafür loswerden. Und den Bandentyp, den mag ich eigentlich nicht, deswegen lassen wir den sofort gefangen. Oh, wir haben unseren ersten Boss. Ah. Dr. Eisberg, bei dem habe ich kurz beigebracht, dass der gegen die Feuerfähigkeit nicht viel zu sagen hat. Okay, weiter haben wir von ihm jetzt einen Eisbeam bekommen. Zu Eisberg selber können wir, wie es aussieht, nicht in unser Team holen, sonst wir kriegen so einen kleinen Schneemann. Und jetzt können wir außerdem, weil wir verschiedene Elemente im Team haben, unser Element auch wechseln. Da haben wir hier das Blitzblatt. Da haben wir auch leicht veränderte Fähigkeiten. Das finde ich ganz besonders cool.
Wenn er zum Beispiel so aus der Luft nach unten stoßen, kriegen wir so einen Blick. Bei der Mobile-Attacke machen wir so einen Kopfbelt. Und wenn wir jetzt auf Eis wechseln, dann hätten wir das Blitzabschwert und da erscheinen solche Eisblöcke, die wir auf Gegner schleudern können. Bei der Robo-Attacke kommen Eiszapfen und da kommen auch ein paar Eiszapfen. Also es ist wirklich sehr große Variation zwischen den Moves an den einzelnen Abilities. Selbst bei Start hat man jetzt schon relativ viele Variationen drin. Okay, und hier haben wir brennende Baumstämme. Das heißt, mit der Eisblock sind wir hier genau richtig. Wir können uns noch ein paar weitere Puzzleteile sammeln und hier ist sogar ein großes Puzzleteil versteckt. Das ist das wichtigste Sammel-Item hier. Deshalb werden wir groß darauf achten, dass wir das hier alles finden. Und dann ziehen wir die nächsten Kurven hier, dafür brauchen wir ein komplettes Team. Und lass mal kurz schauen, man kann glaube ich auch... Okay. So kann man seine Dauer ablegen, indem man Minus drückt. Und... das ist alles abwehren, okay. Ich möchte eigentlich... schauen, wie ich die Kumpels wieder loswerde, weil das ist mir ein bisschen zu viel, wenn die alle von alleine abgehen. Und ich möchte es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Jetzt haben wir aber erstmal schon das erste Level geschafft. Der Anfang ist, wie gesagt, noch schön eng. Hey, warum geht's jetzt von alleine los? Darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Deshalb haben wir nur einen ganz schlechten Platz erreicht hier. Genau. Die Puzzleteile brauchen wir, um diese kleinen Bilder zu vervollständigen. Und die pinken Teile, dafür, also die blauen kann man überall sammeln. Dafür muss man, glaube ich, auch ein bisschen formen, wenn man alle haben will. Aber die pinken sind Sammelgegenstände, die man nur einmal holen kann. Das heißt, die dürfen wir auf keinen Fall verpassen. Sehr schön. Damit haben wir das erste Level schon geschafft und ja, wie wir sehen, gibt es ein Regenbogen-Puzzleteil in diesem Level. Okay, wir können sogar schon ein bisschen von wegschauen. Hier ist ein kleiner Fluss. Und da wollen wir am Ende hin. Schauen wir mal, ob wir das noch in diesem Part erreichen. Die Weltauswahl brauchen wir nicht. Wir können uns hier ansehen, im nächsten Level gibt es sogar zwei Sachen zu finden. Da werde ich mich drauf einstellen, dass wir nichts verpassen. Denn ich kenne das Game ja, ich habe es schon mal gespielt und es ist nur eine Weile her. Deshalb kann es sein, dass ich mich nicht mehr an alles erinnere. Okay, das Spiel will zwar, dass wir den zu unserem Kumpel machen, aber ich will die Fähigkeit mal wechseln. Dass wir auch was anderes sehen. Mit der hier können wir schön durch die Gegend sliden und eine Welle erzeugen. Wir können einen Wasserball nach oben machen und nach unten spritzen, wenn wir das wollen. Okay, außerdem kriegen wir hier gesagt, dass wir auch ohne eine Ability Fässer zerstören können. Aber das gut, den habe ich noch nicht gesehen. Aber das Leiden ist hier in diesem Level eine echt nice Sache. Weil es sehr viel nach unten geht, wie ihr sehen könnt. Oh! Naja, wir können auch Wasser spucken. Ja, da hat ein Feuerschild, deshalb ist Wasser natürlich hier besonders gut. Und dann geht es noch weiter runter.
Gegen unsere Wasserfähigkeit haben die Gegner ja auch wenig zu melden. Und wir kriegen eine totale Verstärkungsfähigkeit, die haben wir aber noch nicht. Okay. Da haben wir unser erstes Puzzleteil. Ein Sommersturm, den können wir also zerstören. Ich wollte es leider nicht machen, indem ich es von oben mache. Aber ich glaube, wir haben noch nichts verpasst. Das war jetzt erstmal ziemlich gerader Weg. Ich glaube aber, es müsste bald... Oh ja, genau. Wobei... Ich nehme den mal als Kumpel mit. Und lass den Feuerdude dafür gehen. Ich glaube, wir werden seine Fähigkeit aber brauchen. Das heißt, es kann sein, dass wir auch ihn wechseln müssen. Okay, ja. Hey, hör auf! Ihr sollt nicht alle Spellen fixiert werden! Okay. Ich bleibe dann noch im Luftler mal. Wobei, warte. Man kann das, glaube ich, irgendwie... ich hoffe, das geht. Nein, das geht nicht. Schade. Man könnte doch irgendwie... Okay. Mein Kumpel wollte ich jetzt eigentlich nicht passen, aber wir können uns ja jederzeit einen neuen holen. Okay, dann haben wir halt jetzt 4 Steine und keine Wasserfähigkeit mehr, netto. Mit dem Stein können wir auch andere runter, weil wir uns in ganz viele verschiedene Skulpturen verwandeln. Hier finde ich gerade ganz besonders nice mit Talanta und der Blüte. Und die Fähigkeit lasst uns auch dabei. Solche Blöcke herunterstampfen. Wir müssen auch noch ein bisschen Stein machen, weil ich glaube, wenn man zu lange braucht, um ein Rätsel zu lösen, fangen die DPUs an, auf eigene Faust zu machen, und das will ich ehrlich gesagt nicht. Deswegen wollte ich eigentlich sehen, wie ich die aus dem Team nehmen kann. Aber vielleicht müssen wir das erst noch lernen. Ich weiß mir gerade nicht mehr so genau. Okay, hier haben wir eine Bonustür. Da wollte ich rein. Das heißt, hier finden wir mit Sicherheit das goldene Regenbogen-Puzzleteil. Und zum Glück haben wir hier die Möglichkeit, unsere Freunde nochmal auszutauschen. Und wir sehen könnt, sagt es uns, dass wir hier kombinieren sollen. Und wenn man Pfeifen und Leicht kombiniert, kann man sich in einen Körper, Ding, und nach vorne schießen. Aber, wie ich gesehen habe, haben wir doch keinen Regenbogenteil gefunden. Das heißt, das kommt noch später. Solange ich es nicht verpasst habe, aber ich glaube nicht. Ja, die Felsenfähigkeit finde ich persönlich ein bisschen langweilig, weil man wirklich nichts kann, außer sich in den Felsen verwandeln. Schön gemacht, aber halt vom Spielerischen her ein bisschen eintönig. Ich kann mal kurz zeigen, dass ich hier... Man kann sich versteinern, man kann im Boden versteinern und in der Luft versteinern. Also wirklich... Oh, ein bisschen was hat man noch? Man kann... Nein, nein, nein. Man kann auch so eine Eisenpaust machen, okay. Ein bisschen was geht noch nicht. Aber die Eisenpaust bringt auch nicht viel mehr, wenn ich ehrlich bin. Hat eine sehr geringe Reichweite. Und um das hier zu erreichen, reicht es zum Beispiel nicht. Und wie ihr sehen könnt, können wir auch
weil oben das nicht aktivieren. Wir müssen wieder unseren Freunden anweisen, uns nach oben zu schließen. Und dann sammeln wir direkt auch gleich alles ein, wie sie. Und. Oh! Das war gar nicht erwartet, aber nice Aktion. Das ist das Regenbogenteil, okay. Das heißt, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir da runterkommen. Es sieht auch relativ klar aus. Aber das war nicht ausreichend. Okay. Wir kriegen hier ordentlich. Hey, Item Swarm natürlich. Das Regenbogenteil. So. Ich spare auch ganz schnell nach, wie ihr sehen könnt, also da kann Kombi noch so viele Leute abschlachten, die kommen immer nach. Es gibt auch immer noch ein weiteres Teil, was wir finden sollen, wie wir an der Weltkarte gesehen haben. Hier haben wir auch eine, ich glaube, neue Fähigkeit in diesem Teil. Die kann man aber nur nicht einmal verwenden. Da können wir einen lustigen Platz hinlegen und alle Gegner auf dem Screen besiegen. Das war dann aber schon ein sehr kurzes Vergnügen und da! Da ist ein Schalter. Und das war das andere, was wir gesehen haben auf der Karte. Das heißt, wir haben auch diesen Vogel geschafft. Das war nicht schwer zu finden, das lag direkt auf dem Weg. Aber ich verspreche euch, im Story-Modus werden die Rätsel noch relativ seicht bleiben, aber dann in den späteren Modi gibt es auch noch ordentlich knackiges Zeug zu lösen. Oh, jetzt war ganz schön hell hier nach der dunklen Höhle. Jedenfalls gefällt mir der Hintergrund hier richtig gut. Das möchte ich mal kurz appreciaten, ne? Okay. Hier haben wir noch einen neuen Bandendude. Dann lässt uns Bomben werden, Bomben rollen, Bomben zielen und ich glaube, Bomben nach oben legen, könnt ihr uns was anderen? Ja, man kann sich nicht selbst verletzen mit den Bomben. Genau, die Bomben kann man ebenfalls mit Elementen kombinieren. Und jetzt rollen die ein bisschen weiter. Und machen außerdem solche Eiszapfen, wenn sie explodieren. Und damit haben wir auch dieses Level geschafft. Und jetzt werde ich mal darauf achten, dass wir das Bonusspiel richtig hinbekommen. Na gut, das war nicht perfekt, aber immerhin auf 2. Styling muss ich wieder lernen. Ich glaube, wenn man es ganz hoch schafft, kriegt man auch noch ein paar Puzzleteile dazu. Okay, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, um noch ein Level zu machen. Und wir schauen uns auch den gerade eben freigeschalteten Traumpalast an. Wir haben nämlich das Glück, genau, hier sehen wir, dass wir alles haben. Dadurch, dass wir das Spiel jetzt erst spielen, das Spiel hat nämlich einige kostenlose Updates bekommen. Und das hat hier neue Charaktere hinzugefügt, unter anderem. Und ich weiß nicht, ob wir auf alle Zugriff haben, aber nein. Wir müssen die anderen erst freispielen, aber ein paar haben wir schon, nämlich. Die hier können wir uns jetzt holen. Wir haben zwei Eisboots, deshalb können wir jetzt mit denen rumrennen. Das ist Rick. Und
Leider können wir nicht selbst als Bär spielen, aber das werden wir alles noch im späteren Part machen. Ich glaube, im Story-Modus können wir sie nur als Partner mitnehmen. Alles klar. Dann machen wir, würde ich sagen, als letztes noch den Honighügel in dieser Folge. Und schöne Musik, die gefällt mir. Allgemein finde ich die Musik in dem Game ist wirklich großartig. Und das Schwein hätte mich fast getroffen, aber ich konnte es noch rechtzeitig verhindern. Da lag ein Puzzleteil direkt auf dem Weg. Oh, eine neue Fähigkeit. Jetzt haben sie den getötet, weil ich nachgedacht habe, ob ich den selber benutze oder als Golem nehme. Na gut, dann halt bleiben wir erstmal mit den Bomben. Wir haben es ja noch nicht so lange. Oh, aber... Oh, seht ihr? Jetzt zeigt uns Rick, was er drauf hat. Er kann nämlich dazu anzünden. Und sonst hätte ich jetzt wechselwaffen zu dem hier, um das zu machen. Aber da meine Kumpels den mal wieder einfach zerstören, bevor ich irgendwas machen kann. Das ist gar nicht so einfach. Wie ihr seht, kann sich besteht dieser Partner aus einem Team von drei verschiedenen Kumpels aus einem der ersten Kirby's. Ich glaube Kirby Streamland 2 müsste das gewesen sein. Und da der Feuer sparen kann, wie wir sehen können, können wir uns zu einem Feuerjojo machen. Das Jojo ist persönlich für viele eine sehr tolle Fähigkeit, aber ich bin nicht so ein großer Fan davon, wenn ich ehrlich bin. Hat aber für dieses Metzel hier ein wichtiges Element, denn wir können damit die Lunte anzünden, die hinter der Felsen ist, und damit uns in die Felsen hochspringen, schießen lassen. War aber kein Regenbogenteil mit dabei. Okay, jetzt haben wir es selber da, das heißt, wir können es auch aus eigener Hand anzünden. Das hier ist ganz cool. Und hinter den Gras versteckt sich irgendwas auch mal ein Item, wie das hier. Oh schön, wir können den Feuerball auch in der Luft aufhalten. Das wusste ich noch gar nicht. Aber allgemein glaube ich, wir werden sowieso mehr als genug an One-Ups haben. Also diese Tür hier können wir nur öffnen, wenn wir mindestens einen Partner haben, aber wir haben ja schon die ganze Zeit drei Stück. Deswegen ist das kein Problem. Und jetzt sind wir aufgeteilt und müssen Teamwork betreiben. Jetzt drücken wir den Knopf, dass es oben aufgeht. Und die machen uns oben das Puppenteil frei. Und jetzt machen wir uns hier gegenseitig auf. Brennen noch hier das Gras weg. Ich wollte ihn jetzt eigentlich am Leben lassen, aber meine Partner haben wohl andere Ideen. Und da kommt ein ganzes Knüppel voller Waddle Dees. Oh, neue Fähigkeit, da will ich wechseln. Nämlich zur Platte. Man konnte doch, glaube ich, noch so irgendwie wirbeln. Fälschentornado. Ah ja, so geht das. Manche Fähigkeiten sind ein bisschen komplizierter.
Okay, und auf die gleiche Kette von mir. Wie wir schon gesehen haben, haben wir einen Trick vor. Aber wenn wir jetzt einfach weiter haben, dann kann er uns auch Wind geben. Das Element haben wir noch gar nicht gesehen. Und mit dem Windelement können wir sogar noch ein bisschen höher wirbeln und verloren uns zu machen. Und das finde ich gerade ganz nice und deswegen behalten wir das erstmal. Damit kommen wir auch super an den heran. Da war was zu essen, aber wir haben volle Leben, wir brauchen das nicht. Und jetzt kommt ein riesiges DDD-K... Waddle-Dee-Knopf-Knopf. Das allerdings sich in nicht sonderlich schneller Geschwindigkeit bewegt, wenn ich ehrlich bin. Komm, wir wollen noch sehen, wie sie in den Tod stürzen. Bam! Schön! Wäre eigentlich cool, wenn man dafür irgendwie ein kleines Secret bekommen hätte, wenn man das so macht und nicht direkt durch die Tür geht. Okay, was haben wir jetzt? Mehr Jojo-Dudes und mehr kommende Waddle-Dees. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen zu viel getrunken, deswegen können die sich nicht auf den Beinen halten. Wir haben ja in der Intro-Sequenz gesehen, dass die Waddle-Dees alle Nahrung aus dem Land klauen. Und Kirby ist natürlich nicht gut drauf zu sprechen, wenn jemand ihm sein Essen wegklaut. Okay, hier brauchen wir wieder Feuer, um das anzuzünden. Das heißt, wir wechseln. Zum Glück können wir auch mit der Peitsche was anzünden. Aber jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, um die Kanone zu erreichen, aber ein bisschen heißt wirklich nur ein bisschen. Und damit haben wir hier einen geheimen Bonus entdeckt. Oh, ich glaube, wir müssen uns hier beeilen. Ja, genau. Wir müssen das hier öffnen, denn sonst hätte diese Ball an Waddle-Dees den Boden weggesprengt. Und der Schlüssel wäre uns dann verloren gegangen. Und das wäre sehr schlimm, weil wir dann das hier verpasst hätten. Diese Spalter schalten uns nämlich ein geheimes Level frei, wie wir sehen können. Und da wir natürlich alle Level spielen wollen, ist es sehr wichtig, dass wir die alle, dass wir die nicht verpassen. Okay, wir kommen wieder bei der Kanone raus, das heißt, es kann gleich weitergehen. Wenn wir wieder das Element wechseln, mal auf die Blizzard-Peitsche. Damit können wir schön Endpacken hier erscheinen lassen. Oh! Und wir können mit der Peitsche auf Gegner greifen. Das habe ich gerade geschnappt, aber nicht schnell genug gesehen, dass ich es richtig... Ich glaube, zum Greifen muss man sehr nah am Gegner dran stehen. Au! Oh. Kamikaze-Angriff von den Waddle-Dees. Okay, wir haben aber das Ball wieder abgegeben, deswegen müssen wir uns hier auf Trick verlassen. Ich glaube, der Vogel war kein und dann gibt es noch Pool, das heißt... Ein Fisch, es kann aber auch sein, dass kein der Fisch nur ein Pool der Vogel hat. Bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Den Teil habe ich nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Oh. Jetzt habe ich versehentlich die Peitsche das Element gewechselt, aber... Da uns hier ein hier Ballposten. Ich wollte nicht, egal. Der Vorhaben bringt uns ja aktuell wenig, weil wir schon weg haben, der Power-Element für uns macht. Ich arme, das ist voll nervig. Ich will ja was erklären, aber wir machen das alles schon.
Und so kriegen wir das Gegenteil. Haben uns nur eine mutige Hundesitterung dabei zugefilmt. Das war's. Nett. Witzig. Muss Kirby wissen. Und wie wir es denken können, ist damit auch dieses Level beendet. Dann will ich jetzt nochmal schauen, dass wir dieses Mal jedenfalls eigentlich im Bonusspiel. Oh nein, das war noch schlechter als letztes Mal. Das Timing muss ich echt nochmal neu lernen. Das ist nicht in Ordnung, dass ich hier so versage dabei. Auch wenn es jetzt nicht so wichtig ist, ob wir die zusätzlichen Punkte kriegen oder nicht, aber es gebietet einfach der Gamer-Stolz, dass man das schafft. Alles klar, schauen wir uns noch, was wir jetzt hier geöffnet haben. Den fruchtigen Fuß sehen wir einen alten Bekannten wieder. Und extra Eclair ist ein... Dankeschön. Ein Bonus-Level, das wir uns mit dem Schalter freigeschaltet haben. Okay, damit hätten wir die erste Hälfte dieser Welt geschafft. Und ich würde sagen, da wir hier noch drei Level vor uns haben, bis wir DDDs Burg erreichen, machen wir damit in der nächsten Folge dann weiter. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen und kommentieren oder abonnieren und die Glocke aktivieren. Ihr kennt das sicherlich. Und